Guten Morgen, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer weiteren Runde Gothic 3. Ja, wir werden in dieser Folge mal ein bisschen diesen Wald aufräumen. Ja, in der letzten Folge war das, haben wir bereits Anok getötet und jetzt geht es darum, den letzten Widerstand zu brechen. Und da gehört es auch dazu, dass wir oh, mies. Mieser Schuss von dem einen. Das war echt ein mieser Schuss von dir. Kollege. Ja, man könnte jetzt sagen, man kann assassinenmäßig vor... Alter, der hat durch mein Schild durchgeschossen. Ja, man könnte jetzt sagen, man geht assassinenmäßig vor und knüppelt die alle von hinten nieder und sticht die heimlich ab und so Sachen, aber... Das funktioniert halt nur bei einzelnen Personen, nicht unbedingt bei Gruppen. Und hier haben wir halt nun mal den Fall, dass wir eine ganze Gruppe haben. Viele Leute, um genau zu sein. Und da wird das halt leider nicht so einfach gehen. Von daher müssen wir den direkten Kampf nehmen. Und, ja komm, scheiß drauf, dann ziehen wir die Rüstung wieder an. Und ja, dementsprechend... Das sind halt zwei. Wobei, da könnte es aber funktionieren. Warte mal. Hier könnte es funktionieren, dass wir uns quasi von hinten anschleichen. Den einen niederknüppeln. Und, die heimlich töten, die beiden. Ah, da ist noch eine Frau. Okay. Da muss ich wirklich von hinten rangehen. Total sneaky, ich weiß. War denn nochmal schleichen? Ah. Ich hab's umgelegt, auszusehen. Tun wir mal so, als ob die nicht wüssten, dass ich hier bin. Wollt ihr wohl damit aufhören? Okay, das können wir dann jetzt wohl vergessen. Da! Ja. Okay, die hat ja gar nichts ausgehalten. Ja, okay, das klappt leider nicht so gut mit dem von hinten anschleichen und niederknüppeln und so. Das kriegen die halt natürlich mit, leider. Ne? Wie gesagt, bei einzelnen Personen macht das schon Sinn, aber... Oh yeah! Ich weiß auch nicht, ey. Ich finde das so übertrieben. Ja, komm, scheiß drauf. Wir regeln das jetzt hier auf dem offensichtlichen Wege. Ich hab's versucht, ja, es soll nicht sein. Ich leg mich hin und schlafe ein. Aber die größere Demütigung wird's für die sein, dass ich mit einem Paladinschwert die umbringen werde. Quasi so ein, hier, friss das. Ich schlage euch mit euren eigenen Waffen. Bleib stehen! Der untere Bereich hier ist ja noch relativ einfach. Oh. Ah, jetzt habe ich aus die 1 gedrückt. Scheiße. Der untere Bereich hier ist ja noch relativ einfach, glaube ich, zu clearen, weil die meisten hier halt einfach nicht ja, in der Lage sind zu kämpfen. Beziehungsweise schlecht ausgerüstet sind für den Kampf. Das ist mein Vorteil. Und Bauern und so ein Scheiß sind halt hier. Ja, wobei, das sind doch zwei gepanzerte, sehe ich gerade. So, schauen wir mal. Ja, ist jetzt schon heftiger hier. Muss ein bisschen gewappneter sein. Da! Oh Mann, ey.
Ich stelle mich aber auch gerade dämlich an, wirklich. Oh, ey, das gibt's nicht, ey. Ich bin aber auch gerade echt ein Dulli, ne? Muss man ja ganz ehrlich gerade sagen. Ich bin einfach gerade echt schlecht, muss man sagen. Alter, ich hab dem zwei Pfeile durchs Gesicht geschossen und er brennt, ey. Oha, hallo. Es ist noch früh am Morgen, ne? Also ich weiß nicht, ich nehme hier gerade irgendwie um... Ja gut, 10.40 Uhr, es ist jetzt nicht mehr früh am Morgen, aber... Muss zugeben, die Nacht gestern war etwas länger. Und so viel Schlaf habe ich jetzt auch nicht bekommen. Deshalb kann man für mich jetzt halt schon sagen, es ist früh am Morgen. Ja, aber zum Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, ist Sonntag, der 25.04. Das heißt, ich habe jetzt so ziemlich genau eine Woche vorproduziert schon. Denn das nächste Wochenende, also das, was jetzt mit dieser Folge sein sollte, also das Wochenende 30. bis 2. Bin ich nicht da. Das heißt, es wird auch keinen sonntäglichen Stream geben. Da ist nichts mehr zu holen. Zumindest nicht am Morgen. Vielleicht am Abend nochmal Among Us, aber versprechen kann ich da jetzt nichts. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich unter der Woche nochmal einen Stream gemacht haben am Donnerstag. Mal schauen. Zeig mir deine Ware. So, bevor ich dich ins Nirvana schicke, handle ich nochmal mit dir. Und nehme nochmal dein Gold an mich. Guck mal, du hast noch eine normale Spitzhacke, dann gebe ich dir 45 von den kaputten. Hier haben wir Schilde, die wir nicht brauchen. Boah, ich weiß nicht. Reis werde ich ja wohl nicht gebrauchen mehr, oder? Alter, 500 Zähne habe ich dabei. Shit. Eine Schaufel behalten wir noch. Nee, die sollte ich nicht verkaufen, da kriege ich bei Jägern besseres Geld. Verkaufe ich hier lieber so Zeugs, das ich nicht brauche. Alter, 48 Dübel. Kellen können weg, Schmiedehammer und Sägen behalte ich noch. Ja, ansonsten, ich glaube, die kann ich auch noch verkaufen. So, ja, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Gold gemacht. Ganz wie du willst. Ja, cool. Nicht schlecht. Den muss man ein bisschen aus der Reserve locken. Nein! Ich hab den Block weggemacht. Tja. Das Händler-Inventar bekommen wir leider nicht. Aber das wäre auch ein bisschen zu krass, also. Ja, jetzt müssen wir nur noch die Truppe da oben wegmachen. Das wird jetzt nochmal ein bisschen happiger, glaube ich, aber. Ah, die sind schon sowieso zornig auf mich. Das wird wehtun, glaube ich. Oh, das sind viele. Aha! Oh ja! Au! Held des Krieges, ey. Die sind aber auch echt bescheiden, muss man mal sagen. Ach, guck mal, die ziehen sich wieder zurück. Das ist ja angenehm. Die ihren Kameraden geholfen haben, ey. Die halten schon echt ein bisschen mehr ab. Das liegt aber auch an denen in Rüstungen. Ja, er hält auch ein bisschen was ab. Okay. Boah, ich muss echt ein bisschen passiver bleiben, ey. Ich gehe viel zu aggressive rein. Oh, oh, oh. Oh, jetzt hab ich ihn leckt, das ist doch jetzt ein Witz. Aber von wegen, sobald ihr Anführer tot ist, werden sie nicht mehr kämpfen, ey. Oh, toll.
Die haben alle noch gekämpft, da hat sich keiner zurückgezogen. So. Aber sowas wie ein Questerfolg gab es jetzt halt auch nicht, ne? Ich meine aber, dass ich jetzt eigentlich alle getötet habe, oder? Ah ne, hier lebt noch jemand. Ah, da oben. Das müssten wir jetzt aber so machen können. Sekunde. Sneaky Bastard. Ich mach dich fertig. Oh! Scheiße. Toll, das hat ja Premium funktioniert, ey. Mann, Mann, Mann. War ich zu nah dran? Wahrscheinlich, ne? Wie weit die helle Bade geflogen ist. So, Anok. Dietrich, Feuerpfeile und 100 Gold hatte der dabei. Wir haben noch eine kleine Metalltruhe. Was haben wir hier? Naja, Flammenwelle, Dietriche. Dietriche, wirklich, davon kann ich nie genug haben. So, naja, gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier... Warte mal, es müssten hier noch irgendwo ein paar Sklaven rumchillen, ne? Meine ich beim letzten Mal gesehen zu haben. Da unten, vielleicht? Ja. So. Ihr werdet Geldern kein Problem mehr machen. Geldern sei jetzt schon Silden, meine ich natürlich. Ja, aber ich glaube, ansonsten haben wir jetzt hier auch alles eigentlich umgebracht, ne? Ich glaube, hier lebt jetzt keiner mehr. Ja, hat ja nur 12 Minuten gedauert. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde mich jetzt in der Gegend ein bisschen umschauen. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine Kiste, die ich glaube ich noch nicht geplündert habe. Ich werde mich jetzt in der Gegend ein bisschen umschauen. Jagen gehen. Plündern, brandschatzen. Alles, was das Herz eben so begehrt. Und hier in der Nähe gibt es bei Silden eine Minecrawler-Höhle. Die werde ich nochmal besuchen. Ich glaube, da gehen wir jetzt direkt hin. Würde ich sagen. Genau, es liegt hier auf dem Weg. Und dann schauen wir uns im Norden mal ein bisschen weiter um. Oder hier in dem Fall gesehen aus im Nordosten. Und schauen mal, was wir hier so ja, finden können. Da soll es ja einen Zugang nach Nordmar geben. Den würde ich ganz gerne nochmal discovern. So, das hier müsste diese Minecrawler-Höhle sein, von der ich gerade gesprochen habe. Aber ich glaube, es gab keinen Questerfolg, wenn ich die leere. Ey, das gibt's nicht, Mann. Das gibt's einfach nicht, ey. Den jetzt nicht getroffen habe, das verstehe ich nicht. So, okay. Ja gut, zum Glück haben die nicht so viel Schaden gemacht. Okay. So. War es das jetzt schon? Ja, ich glaube schon, ne? Schauen wir mal, was wir hier so rausholen können an Loot. Welcher macht mich äußerst geil und tut mir sehr, sehr gut. Naja, bisschen Kleinod, aber... Ich glaube, für die Erfahrungspunkte hat es sich mehr gelohnt, tatsächlich hier reinzugehen. Haben wir jetzt in Silden eigentlich noch irgendeine Quest gehabt? Ah, Verlieferung für Lukian. Ah ja, das muss ich nach Monterra, okay. Oder auf der Suche nach dem perfekten Schiff, da muss ich die Eiswolffälle
an Sibor Narad bringen. Dann gibt er mir den Bauplan, dann kann ich zur Hardlodge. Okay, eigentlich sind wir weitestgehend hier mit Silden durch, ne? Also wir können eigentlich zur nächsten Location gehen. Und die nächste Location wäre in dem Fall Okara, die irgendwo hier ist. Also da oben irgendwo in den Bergen. Oder hier lang in die Richtung. Da ziehe ich mal meine Rüstung um. Sonst erkennen die mich ja direkt als Feind. Das muss ja nicht sein. So. Okay. Okay, okay. Da unten haben wir einen Goblin-Schaman. Ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel, dass man einen Goblin-Schaman findet. Der ist brandgefährlich. Ja, ja. Cool, der hat sogar eine eigene kleine Textur bekommen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Wackere kleine Burschen, muss man ja schon sagen, ne? Diese kleinen Hosenscheißer. Okay. Dann haben wir hier den Inhalt auch noch geplündert. Ich habe ja momentan gerade auf Twitch, spiele ich ja gerade momentan wieder ein bisschen Risen 3 Titan Lords. Muss zugeben, jetzt nach so ein paar Jahren Abstand, wo ich das letzte Mal gespielt hatte, damals im Let's Play hier auf meinem Kanal, da ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und ich muss zugeben, damals, ich fand das Spiel gut, beziehungsweise ich hatte meinen Spaß damit. Aber ehrlich gesagt, jetzt wo ich es heutzutage nochmal spiele mit Mods und also Grafikmods und so ein paar kleinen Patches und so, muss ich sagen, es macht ziemlich derbe Bock. Also ich muss zugeben, Belia, dass ich das ein bisschen unterschätzt hatte. So 10 Lernpunkte habe ich, die hebe ich mir mal aber noch auf für was auch immer. Ich glaube, ich werde in Nord mal das Schmieden von Erzwaffen lernen und Rüstung verbessern. Mal schauen. Orktöter wäre tatsächlich ein Perk, den ich für Nord mal brauche. Große Waffen habe ich ja zum Glück schon gelernt. Und 150 Stärke habe ich ja auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde als nächstes auf diesen Perk Orktöter gehen. Wenn ich in Nordmar bin, brauche ich den definitiv. Das wird wichtig. Ich glaube, wir kriegen doch auch Ruf bei den Orks, wenn wir in Nordmar die ganzen Clans und die ganzen Nordmare töten, oder? War das nicht so? Ich meine schon. Verdammt, jetzt habe ich irgendwie... Ah ja, genau, Risen 3. Ja. Also, ich muss zugeben, ich habe... heftigen Spaß an Risen 3 wieder gefunden. Für ein Let's Play auf YouTube wird es jetzt wahrscheinlich nicht werden, aber auf Twitch macht es halt ziemlich Bock und die Leute haben, glaube ich, auf Twitch auch ziemlich Bock. Also falls ihr mir noch gar nicht auf Twitch folgt oder noch gar nicht so meine Livestreams verfolgt habt, aber ihr hättet Lust darauf, dann fühlt euch auf jeden Fall eingeladen, bei mir auf Twitch mal vorbeizuschauen. Link ist in jeder Videobeschreibung. Und auch in meinem Kanalbanner. Hinterlegt. Stream da jeden Sonntag, 14 Uhr. Außer jetzt diesen Sonntag halt, ne? Also nicht den 2. Mai. Und auch manchmal spontan unter Woche, so Games wie Mordhau, Risen 3, die Gothic 2 Mod Legend was tun. Stream ich auch aktuell. Und ja. Among Us spielen wir mit der Community meistens immer. Da freue ich mich heute schon ein bisschen drauf. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, ist ja Sonntag. Ich glaube, es wird ganz. Das wird ganz nice heute wieder. Hab ich Bock. So, da vorne haben wir noch einen Bisons tatsächlich. Wie ist eigentlich die Mehrzahl von Bisons? Von Bisons. Bisons? Ja, doch, oder? Okay, das sind doch ein paar mehr. Ja. 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 Keine Gnade. Ja. Keine Gnade. Oh. Ui. Also die bringen verflucht viel Erfahrungspunkte und verflucht viel Jagdtrophäen. Und Fleisch. Fleisch ist immer gut. Hier haben wir noch einiges an Scavengern. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Da!
Okay. Was ist denn da hinten noch so? So, erstmal ein paar Scavenger aus dem Weg räumen. Nur kurz auf die Karte. Ah, cool. Was ist in der Richtung? Ah, Monterra liegt in der Richtung, okay. Interessant. Oh, Rammer. Ist ja der Hammer. Da! 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 Die bringen auch viele Erfahrungspunkte, yo. Ey, da ist ja noch ein Bison. Hier geblieben. Yes. Mist, jetzt wollte ich den Hirsch abknallen und der ist jetzt da aus dem Weg gemacht. Naja, gut. Double Kill. Ich glaube, der Hirsch ist gerade ein bisschen verwirrt. Er findet seinen Weg gerade nicht. Nicht schlimm. Ich erlöse ihn von seinem Leid. Boah, wie viele Bisons hier noch am Start sind. Das sind auf jeden Fall tolle Jagdgründe hier. Schön, schön, schön. Gefällt mir, gefällt mir. Gut, 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 gut. Jetzt... Ich würde da hinten mal lang gehen. Ich weiß nicht, dort ist irgendwas. Und dort oben ist auch ein Haus. Was ich von hier aus sehe. Das wird irgendwas von Monterra sein, aber ich kann noch nicht so genau kategorisieren, wessen Haus oder so das ist. So, alle aufmerksam gemacht? Kommt mal her. Boah, das war ja perfekt. Nice. Geile Killstreak. Ich glaube aber mit dem Level-Up wird es diese Folge erstmal noch nichts werden, ne? Nee, nee. Hä? Ach, ein Troll? Ja, die schaffen wir ja jetzt, haben wir ja gelernt. Wo kommt denn dieses Knurren her die ganze Zeit? Da hinten irgendwo. Aber ich sehe nichts. Ah, Ripper. Ja, also hier können wir auf jeden Fall richtig geil jagen. Wobei das hier weniger eine entspannte Jagd ist, eher ein Kampf gegen die Natur, aber... Rippe bringt auch 200. Ah, ist schon ordentlich. Ist schon ordentlich. Ich glaube, wir jagen uns hier gerade einen fetten Erfahrungspunkte-Boost. Nee, da ist nichts zu holen. Ach, hier war ich schon mal. Nee, doch nicht? Doch. Jetzt bin ich verwirrt. So, gib mich mal das alles hier. Grammatic on point, ich weiß. Oh nein! Ich habe gehofft, ich kann die Schlange mit Pfeil und Bogen erlegen, das wäre ja mega. So, zwei sind das. Oh shit. Oh, natürlich werden beide aufmerksam. Maximum schlecht. Jetzt hoffe ich, dass ich alle treffe. Ja, ich treffe alle. Sehr gut. Jawohl. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diesmal hat es funktioniert. Also diesmal hat auch jeder Schlag gesessen und diesmal hat die Hitbox auch nicht gebuggt, so wie in der letzten Folge. Also ich glaube, dass das in der letzten Folge war. So, dann können wir uns hier jetzt nochmal die Kiste holen. Wenn wir jetzt den Weg hier folgen, kommen wir wieder nach Trelis zu Dereks Bauernhof. Aber dort hinten waren wir schon mal gewesen. Das weiß ich. Stattdessen will ich mir den Schattenläufer holen, der hier oben rumgammelt. Den da. Oh, da ist noch einer. Er will meine linke Flanke angreifen. Oh, da ist ein dritter. Shit. Ah, die schaffen wir doch, oder? Da! 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 Das war nicht so einfach. Halbes Leben habe ich dadurch die Aktion jetzt verloren.
Ich unterschätze das manchmal. Und manchmal überschätze ich es auch. Also ich habe neulich noch gesagt, wo ich in Geldern war in irgendeiner Folge. Hat auch jemand geschrieben, Stufe 50 und trotzdem traut er sich nicht, einen Troll anzugreifen und ich hätte kein Selbstbewusstsein. Das stimmt schon, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich halt schlecht im Kampf bin, wie man gerade gesehen hat. Und dass ich Gegner lieber überschätze als unterschätze. Weil ich weiß, oftmals hasse ich mich dann dafür, wenn ich irgendwen oder irgendwas angreife und ich besiege den Gegner nicht. Oh, hier ist eine Höhle. Warte mal. Ach so, warte mal, das ist die Höhle von dem Feuermagier, ne? Naja, das ist die Feuermagierhöhle, oder? Glaube ich gerade. Interessant, ich bin immer von einer anderen Richtung gekommen. Naja, das müsste diese Höhle von dem Feuermagier sein. Ja, ich gehe da jetzt aber noch nicht hier rein. Das mache ich später. Das wird später für eine Quest noch wichtig sein. Aber ich habe ja gerade noch irgendwie da oben eine Hausruine gesehen. Die will ich mir nochmal angucken. Und vor allem gibt es hier so eine Art Schlucht. Wo führt mich die denn hin? Das würde ich jetzt aber auch nochmal ganz gerne wissen. Fresh Toast hatte kommentiert, denk an die unbekannte Schriftrolle, die bei Grog liegt, die zu dem toten Nordmarkkrieger führt, der den Teleportstein hat. Da wollte ich nochmal nachfragen, was genau für eine Schriftrolle. Also es muss sich ja dann offensichtlich um einen Teleportzauber handeln. Okay, also Fresh Toast, bitte erläuter mir das nochmal. Welche Schriftrolle? Ich dachte eigentlich zumindest, dass ich da alles gestohlen hätte, aber wenn ich da irgendwo was übersehen habe, kannst du mir gerne nochmal den Tipp geben, wo genau ich da noch was finde. Ja, wenn ich hier lang gehe, komme ich halt nur wieder nach Treles, ne? Vielleicht gibt's ja hier irgendwas noch zu snacken, eine Kiste oder so. Man weiß ja nie. Irgendwo sind immer irgendwelche Sachen versteckt. Erinnert ihr euch noch an diesen Pfad, der an den Berghängen nach Kap Duncan geführt hat, wo ich mal langgegangen bin? Da habe ich ja auch noch ein bisschen was gefunden. Boah, ne, hier oben sich eine Hütte bauen, ne? Das wäre auch geil. Ah, da unten ist Dereks Bauernhof, okay. Naja, okay, ich glaube, wir haben mal genug gesehen. Wir gehen mal wieder zurück. So, kippen wir uns erstmal einen schönen Ausdauertrank rein. Ja, und Orlo hat noch geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, bekommst du einen 100%. Also ich lese das jetzt wortwörtlich so vor, ne? Soweit ich mich erinnern kann, bekommst du einen 100%, wenn du dich nach Vengar teleportierst und bekommst von Markus einen Feuerkelch. Einen weiteren von Milton, aber das dauert noch etwas und zwei müssten noch in Monterra zu ergattern sein. Einen in Monterra durch den Sklavenauftrag von Bradley. Wenn man den mit Bengard und oder Bengard, steht Bengard oder Bengard, achso, weiß seinen Namen nicht mehr, tauscht. Stimmt, da ist noch so ein Sklave, genau. Der letzte müsste dann im Unland von Monterra und Okara sein. Da kommst du aber noch hin. So gesehen hast du vor Nordmar auf jeden Fall 11 Stück, außer du überspringst Vengard. Nee, also Vengard würde ich tatsächlich nicht überspringen. Ich würde Vengard schon auch erledigen, bevor ich... jetzt habe ich mich verlaufen, toll. Also ich würde Vengard schon noch machen, bevor ich nach Nordmar gehe. Aber ich würde Vengard erst machen, bevor ich alle Rebellenlager auslösche. Also ich würde quasi in Vengard erstmal... soweit questen, wie es halt natürlich geht, ne? Und ich würde erst alle Rebellenlager inklusive Vanguard auslöschen, bevor ich halt, also nachdem ich alle Quests erledigt habe. Für die Rebellen und für den König, so. Erst dann würde ich anfangen, die Revolten zu starten, um den Rufpunkte bei den Orks zu bekommen. Das müsste ich aber halt schon noch machen, bevor ich nach Faryn gehe. Weil die Sache ist halt, ich brauche die Rufpunkte bei den Orks, um diese fette goldene Ork-Rüstung zu kriegen.
Und da brauche ich, glaube ich, also ich glaube im Original war es halt so gewesen, da brauchst du 75 Ruf bei den Orks. Alleine auch schon, um zu Khan vorgelassen zu werden. Ich weiß jetzt aber halt natürlich nicht, wie man das jetzt hier gerebalanced hat. Ob das jetzt weniger oder mehr Punkte sind, die man braucht. Keine Ahnung. Da lasse ich mich selber noch überraschen. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Tal hier, finde ich. Gefällt mir ganz gut. Ja, genau. Danke auf jeden Fall, Orlo, an dieser Stelle für die Tipps mit den Feuerkelchen, weil so genau hatte ich das auch nicht mehr im Kopf, wo ich jetzt welche bekomme und wie viele ich dann habe, wenn ich dort und dorthin gehe und so. Das ist jetzt alles schon etwas her bei mir, wo ich das das letzte Mal gespielt hatte. So, wo ist dieses Rebellenversteck? Da drüben ist Monterra. Ich glaube, da bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit weg. Irgendwo hier verstecken sich die Rebellen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Snapper haben wir hier. Und einen Jagdposten. Also ich will dieses Rebellenversteck eigentlich schon noch ganz gerne finden, bevor ich... Oh nein, ich bin bei der Mine angekommen, ne? Oh, scheiße. Ui, hallo. Ja, ich bin hier bei der Mine von Monterra gelandet, ey. Da bin ich noch ein bisschen weit weg von Okara, glaube ich. Ja, ja, shit, hier bin ich jetzt rausgekommen. Oh, na Mann. Das mache ich später, wenn ich Monterra queste. Wo ist denn dieses Rebellenlager, ey? Mann, Mann, Mann. Irgendwo in die Richtung muss das sein. Ich muss zugeben, bei dem Lager habe ich mich immer schwer getan mit der Position. Das findet man irgendwie nicht so einfach. Also wenn man von Sylden auskommt, findet man es schon sehr einfach. Aber ich bin ja jetzt nicht von Sylden ausgekommen. Ich habe ja einen größeren Bogen gemacht. Also ich brauche zwei Anhaltspunkte. Hier gibt es noch eine Burg in der Nähe. Da! 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 Ich habe mich mal kurz in diesen Scavenger-Snapper-Kampf eingemischt und alles umgebracht. Es gibt hier irgendwo eine Burg, meine ich. Und an der kann ich mich auch gut orientieren. Ah, da oben. Ah, shit. Okay, das ging jetzt besser als erwartet. Wo ist dieses dreckige Rebellennest, ey? Das will ich eigentlich in der Folge hier noch finden. Oh man. Ah, da hinten ist es. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt kurz, ich finde das nie mehr. Ja, und da oben liegt halt diese Burg, die ich noch gesucht hatte. Aber da kommen wir auch später hin. Das sind Fraser und irgendein anderer Jäger noch. Kachula oder so ist der. Oder Candela. Candela und Fraser sind da oben, meine ich. Genau, so, wir haben das Rebellennest gefunden. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's hier weiter, wenn es wieder heißt Gothic 3. Bleibt gesund, haut rein, bis zur nächsten Episode und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.